Es ist bereits das 8. Treffen der Maklergruppenpartner, dessen Mission es ist, das Netzwerk aus einzelnen Maklern weiterzuentwickeln, sich auszutauschen und neue Produkte vorzustellen. Treffpunkt war der Hubertushof in Anif bei Salzburg. Warum die Maklergruppe ins Leben gerufen wurde, das hat einen ganz bestimmten Grund. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Es ist so, dass man eigentlich am Versicherungsmarkt als Versicherungsmakler langfristig nur mehr bestehen kann, wenn man den kompletten Marktüberblick kennt. Und den kompletten Marktüberblick kann man eigentlich nur behalten, indem man Kooperationen mit Partnern eingeht, wo man sich regelmäßig austauscht, wo man auch gemeinsam die Möglichkeit hat, alle Versicherungsgesellschaften mit einem bestimmten Volumen zu bedienen. Das schaffen wir in der Maklergruppe. Ein Netzwerk zu schaffen ist das eine, sich von anderen abzuheben, das andere. Wir heben uns von anderen Gruppierungen ab, dass wir in der Aufnahme besonders viel Wert auf Qualität und auf die Qualifikation des Maklergruppenpartners Wert legen. Das ist uns besonders wichtig, da nur durch Qualität nachhaltig ein wirtschaftlicher Erfolg gesichert ist. Na, für uns war es extrem wichtig, dass wir unsere eingeführte Marke nicht aufgeben müssen. Und das ist halt bei anderen Gruppierungen oft schon der Fall. Das Zweite war dann natürlich, dass wir uns auch nicht in einen Pool begeben wollten, wo die Qualität jetzt nicht immer im Vordergrund gestanden ist, nämlich die Qualität der Beratung. Da wollten wir unseren guten Namen auch nicht gefährden, indem wir uns da irgendwo anders anschließen. Und das ist ja bei uns in der Maklergruppe ganz ein wichtiger Punkt, die Qualität des Maklergruppenpartners, dass der ordentlich und für den Kunden arbeitet. Und ja, das sind eigentlich eine von unseren wichtigsten Grundsätze. Zusammengefasst ergeben sich drei Headlines für die Partner: Sicherheit, Kundenvorteile und Wertsteigerung. Vorteil liegt für mich darin, es gibt am Markt sehr viele, die Lösungen für kleinere Makler anbieten. Maklergruppe ist für mich deswegen perfekt, weil es eigentlich eine dynamische Truppe ist, der Erfahrungsaustausch stimmt und man sich gegenseitig weiterbringt. Ich bin jetzt circa 2 Jahre dabei und entschieden habe ich mich aus diesem Grund, nicht betriebsblind zu werden. Für uns war der Grund der, dass wir einfach jetzt die Zeichen der Zeit so verstanden haben, dass man als kleines Maklerbüro am Markt nicht mehr in der Form bestehen kann, wie es in der Vergangenheit möglich war, sondern dass halt nur mehr die Größe zählt und eine große Maklergruppe ist einfach nur vom Vorteil und genau in dieser Gruppe, wie wir uns jetzt in der Maklergruppe befinden, haben wir viele Vorteile sachlicher Natur und auch emotionaler Natur. Ich glaube, die Zukunft liegt nicht beim Einzelnen, beim Kleinen, sondern in großen Vereinigungen, wo man aber trotzdem seine eigenen Ideen und seine eigene Firmenphilosophie auch verwirklichen kann. Der Markt ist sehr dynamisch, was Versicherungen anbelangt. Es gibt immer wieder neue Produkte, neue Strömungen. Und da ist eine, ich würde jetzt mal sagen, eine Einkaufsgemeinschaft sicher von Vorteil, weil man Erfahrungsaustausch machen kann, beziehungsweise auch gegenüber den Versicherungsgesellschaften doch mit einer Stimme oder mit einer geeinten Stimme sprechen kann und das sicher ein Vorteil ist. Die Vorteile liegen auf der Hand, aber auch die großen Herausforderungen für die Maklergruppe in der Zukunft. Die Herausforderungen in unserer Branche ist sicherlich die Digitalisierung. Das ist eine ganz große Herausforderung. Also unsere Branche ist ja traditionell ganz wenig digitalisiert, wenn man sich da andere Gewerbe anschaut, also Autohändler oder anderes, ist bei uns in der Branche ganz, ganz wenig fortgeschritten. Und das ist sicherlich einer der Hauptpunkte in den nächsten 5 Jahren. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass die Versicherungen einfach aufgrund der Niedrigzinsphase immer genauer schauen müssen, auch im Schadensfall, ja, ob das denn auch wirklich Deckung findet, der Schaden. Und da ist natürlich auch eine Aufgabe der Gruppe oder eine Aufgabe von uns, immer bessere Produkte und immer bessere Vereinbarungen zu schließen. Und das gelingt uns Gott sei Dank, weil wir mittlerweile doch schon knapp 35 Standorte jetzt in ganz Österreich haben. Und ja, das ist natürlich doch eine entsprechende Größe, wo man auch was bewegen kann. Unter www.diemaklergruppe.at gibt es alle Details über das Netzwerk, ihre Partner, die Vorteile und die Aufnahmekriterien in die Maklerpartnerschaft.